Frischen Wind hat auch eine Gruppe Passauer Studenten in das Thema soziale Projekte gebracht, und zwar mit, Achtung, Strickmützen. Im letzten Jahr haben sie das gemeinnützige Unternehmen Headmates gegründet, und das mit großem Erfolg. Wie Headmates funktioniert, das weiß Niederbayern-Reporter Klaus Kiefer in Passau. Stricken ist für mich sowieso schon fast eine Sucht. Das schönste Hobby wieder zurzeit für mich. Susanna Siebert und Inge Schwarz. Zwei von insgesamt 6 Strick-Omis, die beim Studentenstrickprojekt Headmates mitstricken. Das finde ich toll dran, dass man mit jungen Leuten auch beieinander ist und dass man die kennenlernt, weil das ja nicht so leicht möglich ist, wenn man älter ist, dass man an so Leute rankommt und wie toll die das machen. Hochwertige, handgemachte Strickmützen für alle. Studenten der Passauer Universität haben das Projekt Headmates vor knapp 2 Jahren ins Leben gerufen. Wir sind Studenten, die einfach mal das Wissen, was wir an der Uni erlernt haben, in die Praxis umsetzen wollen. Und deswegen haben wir das Projekt oder das Unternehmen Headmates gegründet. Wir verdienen dabei überhaupt nichts, unsere Omas dagegen schon. Also jede Oma, die für uns strickt, erhält einen bestimmten Betrag für jede gestrickte Mütze. Und es ist dann ihr überlassen, ob sie den Betrag für sich behält und dadurch ihre Sportkurse oder ihre Zugfahrten zu ihren Enkeln finanziert oder ob sie den Betrag spendet. Die Strickmützen kosten 48 Euro. Kaufen kann man sie in einem Passauer Modegeschäft und im Internet. Immer mit dabei eine Information, wer die Mütze gestrickt hat. Mit dem Kauf der Wolle werden Bildungsstätten in Peru unterstützt. Das Firmenlabel wird in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen in Passau angenäht. Für die Leute bedeutet das natürlich eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und natürlich auch eine Wertschätzung, auch in ihrer Krankheit, einer geringen Tätigkeit auch nachzugehen. Headmates, ein Mini-Unternehmen, das sich nicht an übliche Strickmuster hält. Nicht das Geldverdienen steht im Vordergrund, sondern soziale Kontakte knüpfen, berufliche Erfahrungen sammeln und Bedürftigen helfen. Toll, für was Strickmützen alles gut sein können.